Staubsauger? Genau, wenn man so eine fette Kugel übersehen kann, wenn die hinten auf einmal auftaucht. Aber hey, Logik in Videospielen. Warum ist ein rechter Arm so groß und der linke so schwach? Ich glaube, ihr wisst warum. Willkommen zurück zu Gravity Rush. Wir sind in diesem Kampf gegen die Seeanemone, nennt man diese olle Kugel hier, stehen geblieben. Und ich würde auch sagen, lasst uns nicht lange rumfackeln. Einfach mal drauf treten, das passiert gar nichts. Nothing is working. Seht ihr, da bestätigt sie mich auch schon. That didn't do either anything. Das ist schlecht. Und jetzt kommt eine Katze hin. Ich befürchte schon, dass es der letzte Bosskampf hier in diesem Spiel ist. Und obwohl eigentlich noch ziemlich viele Fragen offen, aber ich hoffe mal, die werden alle gleich geklärt. Okay, da ist ein Navy drin und nicht Raven, wie ich vorher vermutet habe. Cat, aim for the exposed core. Bionica. Ja, die kann doch nix. Immer muss ich alles hier machen. Ja, da ist ein Glubschauge von so einem Navy-Ding da aufgetaucht. Also ist doch nicht Raven drinne. The military super weapon is out of control in destroying Haskell. Each attack against the city raises its destruction level. Once the level reaches 100, Haskell will be lost forever. Das lassen wir aber nicht zu. Hier kommt kein Game Over bei den Let's Plays. Oh, solche Ankündigungen sollte man nicht machen. Ist ja nicht so, dass ich nicht schon ein paar Mal verkackt habe. Weil der gute Sam manchmal unvorsichtig ist. Und überheblich. Und toll. Was noch? Ja. Euch fällt bestimmt was noch ein. Ich muss mich hier gerade ein bisschen auf die Kugel hauen. Ups, weg. Aha. So 10 Jahre zu früh dann, du olle Kugel. Ach komm. Lass uns feuern. Aber der hat sich jetzt weggedreht. Oh, das aber erreicht es trotzdem. Das ist gut, das ist sehr gut. So. Nur noch ein Viertel ist über. Ey, hör auf die Stadt zu schießen, du Scheißding. Schau mir ins Auge. Schau mir in die Augen. So, geht doch. Bevor er... Ach. Komm. Jawohl. Das war aber bestimmt nicht alles. Da kommt noch was. Blup. Blup, blup. Kommen da so ein paar Glubschaugen raus. Ist klar. They tried to build weapon using Navy as power sources. Arrogant fools. As if they could control that kind of power. Yeah. Major, wait. Just give the word and I can engage the emergency override. Everything I've worked for depends on the Anemon. It would be a small sacrifice to make for the greater good. How could you make that monster? Did you really think you could control the Navy? In the Navy. Na, das passt gerade nicht. Wir haben gerade einen epischen Bosskampf, da könnt ihr doch nicht so ein Gelaber anhören. Zack. Ins Auge. Muss auf meine Gesundheit achten, die ist auch nicht mehr prickelnd. Gesundheit. Keine Sicht, was soll der Scheiß? Ja, ist das dasselbe Auge? Ich weiß es nicht. Egal, Hauptsache wir machen Schaden unten. Jawohl, eins ist weg. Setting Tower zur Clock Tower. Und normale Gegner sind auch überall gespawnt. Die interessieren mich in euren Scheiß. Ich habe nur Augen für dich. Zack, ins Auge. Und nochmal. Und das war nix. Angriff. Hey, nicht weglaufen. Na komm, schieß nach oben, Mann. Oh. Das ist der halbe Angriff umsonst gewesen, weil das Ding weggeflogen ist. Ein paar Kristalle aufsammeln. Brauchte aber was für die Gesundheit. Ein Aktimel wäre jetzt nicht schlecht. Stärkt die Abwehrkräfte. Erfordert das Ding, was supposed to protect the city. Ein Scheiß macht es.
dreht sich auch noch von mir weg. Oh, das ist nicht gut. Weg. Zu spät. Lebe noch. Ich habe euch versprochen, es gibt kein Game Over. Auch wenn es jetzt heißt, ich muss ein paar Minuten scheiß Erfrischung suchen hier. Ich sehe nur normale Kristalle. Ich dachte, es wäre ein Bosskampf. Wo sind die ganzen Healthpacks? Naja. So, ein mickriges Ding. Noch mehr. Die Stadt ist zu 50% kaputt, also ganz so viel Zeit habe ich nicht. Ich sehe nichts. Warum ist hier nirgendwo Gesundheit? Das ist schlecht. Ich meine, ich kann warten, bis mein Ultimate-Angriff fertig ist, so wie jetzt. Perfekt. So. Aber nicht auf die normalen Gegner feuern, ja? Auf den großen. Danke. Also, ich dachte schon gerade, das macht keinen Schaden. Komm schon. Das war knapp. Die letzten paar Steinchen haben es gerissen. Boah, da haut's mal eben so ein Stadtteil weg. Jetzt könnt ihr das Nimmerland da bevölkern, nicht die Kinder wie vorher. Just climbed the clock tower, just getting worse. Okay. It's going to have to blast this city, I have to stop it. Hey, lass mal die Kristalle da. Oh, ich habe einen Energy Drink gesehen. Energy Drink ist aber auch bescheuert. Aber hey, so bin ich. So. Ich sehe keine Schwachstelle. It's too strong, I can't even dent it. Ja, das ist schlecht. Ja, ich denke mal, wir müssen einfach wieder abwarten, bis irgendeine Cutscene passiert. Ja. I'm supposed to stop that thing. Geduldig sein und Tee trinken, liebe Cat. Ja, passiert nicht viel. Wo ist denn die? Jetzt kommt die Katze hin. Cat, Tier, hold in space-time. This will be my final act of interference with a dream. Sian, Cat, over here. Use your power on me. Gevatter, schaffe der olle Flasche. Immer will er, dass wir uns in seine Hose greifen. It's so big. Look at my dick. It's so big. Oh, Mann. Das war mal wieder unnötig. Unleash your power and gate. Das wird der übelste Fab, den ihr je gekantet habt. Gekantet habt? Wenn man schon Sprüche bringt, dann sollte man die auch sauber rausbringen, ne? So, das schwarze Loch wird bei dir ein bisschen rumsaugen da unten. Oh mein Gott, der holt mal eben so die Arche raus. Boink. Wieso kommt eine Arche aus einer Hose raus? Ja, klar. Ist ja so viel besser als wir. Macht mal eben kaputt, ne? Ah ne, schwebt noch. Das Ding ist hartnäckig. Animals not responding. We have no choice. We must engage the override. Unfortunate, but necessary. Anemone will take Vendor Center out when it blows. It's a little early, but consider the population reduction plan to now be in effect. Here's the override switch, Major. You might want at least give them a running start. Beloved people of Haskell, calmly evacuate the area. Anemone's self-destruct sequence has been activated. Denelic, how could be? What is he doing? He's able to make it away in time. Denelic just sang the death sequence. Sentence. Nicht Sequence. Stop Anemone bevor es blows. Ah, das kann was bei mir blowen, aber. Lass mich raten. Drauftreten bringt nichts. Obwohl, die Kugel ist jetzt kleiner geworden. Na klar, aber es bringt sowas von. Angriff. Hau rein. Mach kaputt. Oh, das Ding hält gut aus. Nicht mal die Hälfte ist weggegangen.
Nicht mal die Hälfte. Repairs complete. Sea Wasp returning to active duty. Unica, the Navy's absorbed an advanced weapon system. It's too dangerous to get close now. Just leave that to me. Just by some time. Unica, Raven, let's take it down. Unsere drei Chicks sind jetzt vereint. Aua. Viel zu... Okay, ich glaube, ich komme da nicht mehr ran. I have to fight. It's the only way I can save the Haskell. Das tue ich doch schon die ganze Zeit. Gibt's gerne noch Erfrischung so. Maximum HP. Wo ist das? Wo ist die Kugel? Come to me. Oh Gott, die ist so weit weg. I will stop that at the tracks. Dann gehen wir dann. Die Schmeckkraftenergie geht auf uns aber alle. Uff, es ruckelt. Da ist jetzt noch einer. Also jetzt muss ich zu beiden führen. Einmal zu Raven und einmal zu Punica. Wo ist die Kugel? Weit weg. Ich dachte, die folgt mir. Sie kommt nicht durch das Gebäude, scheiß Ding. Na komm. Zieh das Spiel hier nicht in die Länge. Wir wollen es abschließen. So. Ja, jetzt mach doch was. Jetzt. Ja, endlich. Mit ihren Jedi-Kräften hier. Now's your chance. Zack. Zack. Und unsere Spirale. Und ein Viertel hat es noch. So, jetzt kommen wir zu Punica. 4 minutes to self-destruct. Ja, sollte genug Zeit sein, denke ich mal. Ja, das ist jetzt nicht wirklich problematisch. Einfach nur hier zu unseren Kollegen hinfliegen. Die machen den Rest. So. Ich denke mal, wir können jetzt nochmal angreifen. Mega Blaster. Ja, es hat ein bisschen Schaden genommen. Nicht viel, glaube ich. Uiuiui, ey, geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Naja. Ist jetzt nicht wirklich schwer. Bring that monster to me. War in die ersten Phasen ein bisschen schwieriger, diese Glubschrauben zu treffen. Hier fliegt man nur quer durch die Map, bis man seine Freunde trifft hier. Hey, was geht? Und die machen den Rest. Na, und was läuft bei dir so, Raven? Ich häng hier noch ein bisschen rum. Ja, ach, jetzt komm her. Na gut, so kann man natürlich auch schwer machen, wenn das Ding nicht rauskommt aus dem Kackloch da. Jetzt komm her. Komm her. Ja, geht doch. Komm zu Papa. So. Na komm, noch einmal. Jedi-Kräfte. Zack. Würgegriff. Natürlich unseren Angriff. Das wird es hoffentlich erledigen hier. Komm schon, komm schon. Ach komm, der Fitzeldreck da. Hätte auch ein bisschen länger festhalten können. Naja. Fliegen wir mal zu Punica, das sollte jetzt aber... Hier ist so viel... Hier ist ein Gebäude. Und das rast auf uns zu. So, jetzt aber. Wir haben nur noch eine Minute. Komm schon. Wo ist sie? Da ist sie. Mach kaputt. Wenn das dann nur noch einen Fitzeldreck hat und ich muss immer noch mal zu Raven, dann... Jawoll. Jawoll. Penetrier es. Zack.
ihr zwei könnt doch nichts. Lass mal hier Mama dran. Cat, no! You only got one chance, do it! Unica, Raven, leave it to me! Aber sowas von, zack! Hau rein! Unser Panther-Finisher! Oder ist das ein Bär? Ich glaube, das ist ein Panther. Oder ein Jaguar. Da sind die zwei Kackschabaracken. Karma. Danke, danke, danke. Nichts zu danken. Die Rechnung schicke ich euch zu. War das jetzt der letzte Boss? Finden wir raus, wer Alias war, weil... Oder wer überhaupt Cat war, das würde mich viel mehr interessieren. Dieses ganze Königin-Getue. Crazy King returns, saves the city again. Es ist das Ende. Es gibt's doch nicht. Citizens demand resignation. Da gibt's noch so viele Fragen, Leute. Warum? Die haben uns mit dem Cliffhanger da. Lost children continue to hibernate aboard the Ark. Die haben uns einen Cliffhanger da gelassen. Die Schweinebacken. Da gibt es noch so viele Fragen, die ungeklärt sind. Zum Beispiel, wer ist Cat? Wo kommt die her? Was hat das mit dem ganzen Traum zu tun, den Sion erwähnt? Raven. Was sind die in Schaffer? Wer ist Alias? Was sind das mit den Katzen zu tun? Wo kommt Raven her? Oh Gott. Raven, how are the children in Zaza? I'm not sure. Where have been asleep ever since we entered the Ark? After coming all this way, I wish there was a way we could wake them. It's my fault. We might have found another way to bring them back. The Ark will guard the children until it is their time to rise. The figments of a dream are coming together to return light to the world. That's what someone in a dream told me to tell you anyway. Ja, erzähl mir mal viel. Mhm. Genau. Mhm. Ja, sehr viele Fragen leider. Und so ist es, müssen wir auf den zweiten Teil warten. Soweit ich weiß, ist es auch bei dem DLC nicht keine weitere... Also es sind nur Nebenstories. Cat, ab vor some Ice Cream. Genau, jetzt kommt so ein Ice Cream-Wagen runter. Was ich sehr schade finde, weil ich fand die Story eigentlich ganz interessant. Was ist das denn für eine Krüppelhand? Und die lassen uns hier einfach so hängen wie ein warmen Tropf. Ach, das ist der Denrik. What? No, the shifter couldn't possibly be. Hm, vielleicht doch mal. Oh, das sind wir. Auch wenn die das verdecken mit dem weißen Fleck da, das haben wir ja schon in der einen Cutscene gesehen. Ich glaube, Folge 17. Commander, you should be in bed. Everything is under control, even soldiers need the rest. Perhaps so. This is but the calm before the storm after all. Pardon? Aha, weißer mehr als wir. And the harbinger of destruction shall descend from on high. Meint uns. Wir werden es nie erfahren. The Ark had completed its journey and the city in the clouds was returning to normal. There were more Navy sightings and the threat seemed to finally be over. Die ist angepisst. As I waited for the lost tribe of children to awaken, I tried my best to enjoy a brief moment of peace. Und der freut sich wenigstens. But peace is often fleeting and some fights never end. Und da stehen alle Charaktere vereint. Safe Postgame Completion Data, jawohl. Ja, das war's für Gravity Rush. Wenigstens für die Hauptstory. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Wir haben es somit abgeschlossen. Vorerst, wenn ihr wollt, gibt es noch ein paar zusätzliche Videos von den DLCs von dem Spiel. Da gibt es noch 3 Stück. Da sind ein paar Nebenstories, die man machen kann. Also wenn ihr Lust habt, dann schaut einfach mal auf die nächsten Videos vorbei. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir einen Kommentar, ob ihr weitere Vita-Let's Plays sehen möchtet. Das frage ich ja schon öfters. Bisher habe ich noch nichts gehört. Wenn ihr die sehen möchtet, und hinterlasst mir einen Kommentar und ich werde euch definitiv was Neues zeigen dann.
Und ansonsten gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr dieses Video gemögt habt. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und ich sehe euch im nächsten Spiel. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.